Immer gibt zwei ASP aus, hat damit die kleine Probe geschafft. Sehr gut, der Viertelzauberer wieder. Ja, dann kommst du unten an. Du kannst noch das ein oder andere Mal schwankt der Wind noch so ein bisschen an dem Seil und kannst dich dann noch abfangen, bevor du dann einige Möwen verscheuchst oder ja, dich einfach aufreißt. Kannst halt dann den Fuß nochmal ordentlich ranstellen und kletterst dann den Rest runter, sodass du dann bei Ebbe diesen kleinen Sandstrand betreten kannst und direkt vor dieser Felsspalte stehst, aus der es jetzt leicht heult und wispert. Der Wind, der in den Felsen hineinstreicht und reingreift. Und dann klettert man vorsichtig in die Höhle hinein. Und auch leise. Hast du ein Leuchtmittel dabei? Nein. Gut, dann eine Sinnenschärfeprobe plus 8. Gut, plus 4, ich habe Dämmerungssicht. Okay. Da werden jetzt die ganzen Vorteile getriggert. 4 Sterne übrig. Ja, der Spalt ist natürlich. Es gibt hier also keine Zeichen von irgendeiner Bearbeitung. Und du kannst wohl erkennen, dass es dann eine Biegung oder mehrere Biegungen gibt. Einige Spalten weichen dann auch irgendwann, wachsen dann einfach wieder zu, beziehungsweise der Riss hört dann einfach auf. Mehrere Male musst du noch einmal umdrehen oder ja, nachschauen, ob es da wirklich weitergeht, kriechst auf dem Boden, robbst dich so ein bisschen hin und her. Bei deiner Statur ist das auch möglich und kannst dann aber auch erkennen, wie wohl einer der Gänge ein bisschen größer ist und der führt dann wieder zurück in Richtung Süden. Mit deinem Richtungssinn ist das dir auf alle Fälle gestattet. Führt also nicht in Richtung dieses Risses, dieses Spaltes, sondern wieder zurück aufs Festland. Gibt auch eine leichte Steigung nach oben. Wie lange oder wie hoch genau das führt, bist du nicht sicher. Müsstest du dann überlegen, wie weit du noch klettern willst. Zumindest hat der Kiaras dir noch abgeraten, dass du nicht so weit reingehen sollst, aber gut, du könntest jetzt eben auch weitergehen. Wie lange bin ich denn schon krabbelnderweise hier in der Höhle unterwegs? Ungefähr 10 Minuten wirst du Dann feststellen. zurück, dann Okay. zurück. Dann ist man schon lang genug, tief genug, 10 Gut, Minuten. also bis hierhin ungefähr würdest du kommen. Das kann gut sein, aber ich bin 10 Minuten hier drin. Das heißt, ich bin auf keinen Fall jetzt hier irgendwie ganz nah an diesem Vulkanloch dran. Da bin ich wohl nicht hingekommen. Nee, 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 nee. Also, wie gesagt, es gab ein paar Spalten und Risse, die nach da führten, aber da war dann auch irgendwann zu. Also, du wirst feststellen, dass es nicht mit diesem Loch verbunden ist. Da riecht es auch einfach nicht genug für. Kommt hier unten eigentlich anscheinend dieser Gestank her? Es Ja, gut, dann riecht ja auch ekelhaft, aber das ist wahrscheinlich am ganzen Ort so. Aber der Gestank kommt tatsächlich hier aus dieser Mitte. Also ist wieder hier damit nicht raus, verbunden. um das Seil wieder hochzuklettern. Das ist das eigentliche Ziel dann. Wie lange mache ich mir Sorgen? Wo bleibt der nur? Wie lange kann er nicht mehr fort sein? Hab ein wenig Oh, nice. Vertrauen in ihm. Ich möchte mich von der ganzen Geschichte mal absondern. Weil das ich mir amisch Aquam befingern und irgendwie schauen, ob die Arche mich hört. Also von mich hinflüstern. Celeste, hörst du mich? Keine Antwort. Verfluchte. Ich komme dann auch irgendwann zu den anderen wieder zurück, vermutlich, wenn immer dann da rauskommt. Ja, der steigt gerade mit Hilfe von Eldan Gorbas, der ihm noch die Hand reicht, um ihn hochzuziehen, steigt er gerade wieder nach oben. Bisschen staubig, ein bisschen schmierig ist er an der einen oder anderen Stelle auch hängen geblieben. Seine Kleidung ist ein bisschen aufgeraut, aufgerissen, je nachdem, ob es da irgendwie mal hängen geblieben ist, aber unverletzt. Kapitän, das Loch scheint nicht da oben hinzuführen. Das zeigt Richtung zu dem blauen, glosenden Loch zum Vulkan. Sondern Also das führt eher hier nach unten hin, Richtung entweder zur Spalte oder vielleicht zum Tempel oder ja. Aber auf jeden Fall, das, was ich gefunden habe, führte nicht nach da oben. Ich bin mehrere Wege gegangen und ja. das ist gut, dann müssen wir uns darum schon mal keine Sorgen machen und sie müssen mit dem Splitter hier vorbei. Entsprechend verschanzen wir uns in den Gebäuden. Und wenn sie durchkommen, lassen wir die Falle zuschnappen. Wir sollten uns Ob der die Spalt Spalte da angucken. unten, ja, ob dieser Spalt da unten vielleicht mit dem Spalt hier oben verbunden ist. Ja, untersucht diesen Spalt. Ihr fünf da. Nehmt euch noch mehr Leute und stellt diesen Tempel auf den Kopf. Wenn es dort einen Geheimgang gibt, werde ich den gefunden haben. Ist das eine gute Idee? Profane
Söldner einen möglicherweise magischen Tempel durchsuchen zu lassen? Aber mir wollen wir die Männer begleiten und ihnen sagen, was sie nicht anfassen sollen. Das ist eine gute Idee. Das macht ihr vielleicht auch, wenn ihr wollt. Ja, Achmat sieht immer noch ein wenig erschüttert aus. Nickt dann aber, ja, ich denke, das sollte ich tun. Seid ihr wirklich wohlauf? Nun. Vergessen wir das. Geht zum Tempel. Wo ist euer Schwert? Wo ist eigentlich euer Schwert, genau? Achmat geht los. Ich schau zum Captain. Garenor. Wieso habe ich das Gefühl, er hat eine Dummheit gemacht? Das ist Achmat. Wir haben gerade diese Sorgen, die ihn auch betreffen, die Arche. Ich habe gerade... Ich lass mal kurz den Stoff ein bisschen aufblitzen wieder. Ich habe das Schwert vermutlich mittlerweile eingeschlagen, jetzt wo es nicht gebraucht wird. Hiermit bekomme ich keinen Kontakt zur Arche. Ich weiß nicht, ob man auf ihr stehen muss oder ob man direkt mit den Steuerfrauen reden muss. Das ist etwas, das Evadarios mir nie erklärt hat. Ich weiß nicht, ob seine Erklärungen überhaupt nützlich gewesen wären angesichts seiner... Nun gut, jedenfalls... Er scheint ja einen direkten Draht gehabt zu haben. Ja. Jedenfalls, wenn wir sie vor Ort haben wollen und gebrauchen wollen, braucht sie einen Kommandanten. Wird wohl Achmat sein müssen. Erklär mir, wie wir ihm das verkaufen. Nun, wir sagen, dass es ein Entermanöver geben wird wieder. Und wenn es kein Entermanöver gibt? Ich meine, wir gehen nicht davon aus, dass es ein Entermanöver gibt und ich kann ihn schlecht anlügen. Irgendwo werden sie anlanden. Wenn sie hier in der Nähe anlanden, wird es wohl zu einem Entermanöver kommen. Gut. Ja, wie gesagt, wenn es die Plagenbringer wird, ich will nicht an Land sein und unbeweglich, wenn wir gegen sie kämpfen müssen. Wir sollten hier an der Westseite eine gute Stelle suchen und die Takelage dort anbringen. Vielleicht auch einige Seile, damit wir notfalls schnell den Abstieg machen können. Wenn wir einen Splitter haben. Ja, keine schlechte Idee. Frost, die kurze Frage. Ist die Perlenwacht 8 Meter hoch? Also ist das Deck 8 Meter hoch, wenn sie auf ihren Beinen steht? Oder sind die Beine selbst 8 Meter hoch und da kommt das Deck nochmal drauf? Die Beine sind 8 Meter und die Beine sind verbunden mit dem Oberdeck. Also da ragen sie dann raus. Das heißt, wenn ihr dann Aufbauten oder sowas hättet, die dann nochmal 3 Meter pro Geschoss sind, dann ragen die noch weiter nach oben. Und wir haben... Zum einen haben wir natürlich... 2 Stockwerke nach oben. Also 8 plus 3 plus 3. Da könnte man, wenn man geschickt ist, könnte man tatsächlich dann zu Perainiane und Xyleste hinunterspringen, sich abrollen. Das sind dann nur, 8 plus 6 sind 14. 14 Meter. Genau, und dann eben von den 20 ausgehend, je nachdem, wo man runterspringt, würden dann sowas wie 6 Meter Fallschaden noch bleiben. Keine schöne Vorstellung. Entsprechend, wie gesagt, Seil und Takelage, damit wir schnell den Abstieg machen können. Wenn es brenzlig wird, können wir immer noch springen, aber man muss das Schicksal ja nicht herausfordern. Schickt ein paar Leute die Küste runter, sie sollen sich drum bekümmern. Nein, wartet. Erstmal muss Achmat wieder zurück mit. Ja. Abelmir, gib mir mal eine Hauswirtschaftsprobe. Okay, Sekunde. Ihr seid jetzt auch eine machen? Achso, du bist auch im Tempel, ne? Ja, dann kannst du auch eine machen. Habe ich mich richtig gut. Eines der wichtigsten Talente. Immer, ihr seid bereit, unser bester Kundschafter. Könnt ihr schauen, ob noch irgendwo Feinde in der Nähe sind? In welche Richtung denn? Die Ostküste. Dort war deren Flotte gelagert. Okay. Mach ich. Seid vorsichtig. Immer hält von hier aus Richtung Norden und Osten Ausschau. Ja, mit dem Nebel ist das natürlich gar nicht so sehr einfach. Natürlich geht jetzt langsam die Sonne auf irgendwann. Also es wird dann heller und heller. Aber trotzdem bleibt der Nebel und die Sichtweite von 50 Metern auch dementsprechend. Das Rauschen des Wassers, wenn es unter dir an die Küste klatscht, den Stein langsam in Äonen nach oder wegspült. Das ist auf alle Fälle ziemlich laut, sodass du hier auch wenig hören kannst. Und
Naja gut, also das gibt euch Tarnung, wenn es irgendwas Lautes gibt. Es gibt aber auch den anderen Tarnung, wenn sie dann mit Schiffen anlanden wollten. Ja, also irgendwo hier in dem Bereich zwischen hier bis hier an der Küste entlang, wo unten mal ein Gebüsch ist, damit immer sich dann sozusagen halbwegs reinzwängen, so ein Stück Decke auf den Boden legen, dass er da sozusagen halbwegs trocken sitzt und dann gleichzeitig sozusagen im Schneidersitz gemütlich sitzend ausruhend in diesem Gebüsch aufs Meer hinausstarren. Ja, fast schon unsichtbar. Okay. Wir machen eine für sich Versteckprobe, wie die physikalische Versteckbarkeit ist. Kannst du mal machen. Schauen wir mal nach. Wie ein Bonus ist Gebüsch, wenn da eins ist? Ja, gib dir einfach mal eine Achter. Ach, der Erleichterung. Mal schauen, wie viel dann übrig bleibt. Da. Gar nicht so gut. Maximale Punkte übrig behalten, der geht nicht. Letztes Mal war besser. Ja, letztes Mal war besser gewürfelt. Ja, sag ich ja. Ja, die anderen kommen dann aus dem Tempel heraus, während Ömer sich dann da versteckt und ja, Eldan gemeinsam mit Jarlan dann wieder nach unten treten, können Abelmir zusammen mit ein paar Söldnern und auch Ahmad wieder aus dem Tempel heraustreten. Gut, Ahmad, wir haben einen Plan. Ein Plan? Wie lautet der? Nun, da der kleine Spalt unten nicht zum Innensanktum hochführt, müssen sie hier vorbeikommen. Das heißt, wir werden sie hier abfangen. Aber, nachdem wir eine Splitter haben, müssen wir unter Umständen sehr schnell hier weg. Und nachdem, wie sie ihn anlanden, könnte es sein, dass ein Entermanöver vonnöten ist. Jemand muss die Arche kommandieren. Und ich nehme an, mit diesem Jemand bin ich gemeint? Nun, ihr seid der Einzige, der steuern kann. Solange ihr der Gedanke, dass ich mit dem schwarzen Schwert oben stehe und Kalista traktiere, euch nicht behagt, müsstet ihr das sein, ja. Denn mir behagt er auch nicht. Und ihr meint, ich soll mich jetzt zum Schiff aufmachen und es hier irgendwo in der Nähe verstecken? Ich denke, das wäre das Beste, wenn wir, sagen wir etwa eine Meile die Küste hinunter, eine gute Einbuchtung finden, in der sie sich verstecken kann. Ich habe gerade mit Karina schon abgesprochen, werden hier einige Seile an der Küste festmachen, damit wir später unter Umständen schnell hinunter und hinauf können. Ja, und wir sollten die Arche nicht zu nah an dem Spalt stehen lassen. Könnte ungut sein, ja. Aber trotzdem, dass sie in der Nähe ist, dass wir schnell und sicher in den Seekampf übergehen können, falls unsere Feinde mit einer Arche kommen. Wie benachrichten wir die Arche, wenn wir in Schwierigkeiten stecken? Karino hat ein Signalfeuer. Es sollte selbst durch den Nebel zu sehen sein. Gut. Nun denn, dann müsste mich jemand zur Arche zurückführen. Wo bist du immer? Ich kann euch führen, kein Problem. Mir gefällt das alles ganz und gar nicht. Das könnt ihr laut sagen. Gut, ihr macht das erstmal, sucht eine neue Position für die Arche und dann kommt ihr zu uns zurück. Wartet. Ja. Das Wetter sieht seltsam aus. Der Nebel hält auf. Es wird bald regnen. Vielleicht sogar einen Sturm geben. Ein Sturm. Das. Das könnte ein sehr schlechtes Zeichen sein. Könnte einfach nur bedeuten, dass der Splitter sich nähert. Oder die Plagen bringe. Ja, das ist auch meine Befürchtung gerade. Eventuell haben wir gar nicht viel Zeit. Gut, ihr sorgt dafür, dass die Arche in Position ist. Ich sorge dafür, dass die Männer in Position sind. Seht zu, dass ihr zurück seid, bevor es zu spät ist. Ja, euren Namen. Kommt, beeilen wir uns. Ja, Ahmad folgt Kiaras. Die Herren Magier, falls ihr irgendwelche Ideen habt oder Tricks am Ärmel, die uns helfen könnten. Wenn ihr, ich weiß nicht, Sonne herbeizaubern könnt, jetzt wäre es gut. Nein, wenn ich Sonne herbeizaubern, wenn ich den Herrn Preis herbeizaubern könnte, dann würde ich hier nicht stehen, sondern in Garde sitzen. Immer irgendwas zu berichten? Schiffe, neun Schiffe aus dem Süden. Sie fahren auf die offene See. Das
Oh, verfluchte. Also ihr solltet euch das anschauen. Vielleicht erkennt ihr mehr. Ich habe keine Ahnung von Flaggen und so. Ja. Wie weit ist das? Keine Ahnung, ich habe auch kein Fernauge. Wie weit bist du gerannt, meine ich? Kommt mit, keine 200 Schritt. Gut, dann wird losgerannt, wenn es keine 200 Schritt sind. Ja, du stellst fest, dass sie nach 70 Schritt schon an der Klippe ankommen, wo irgendwann dann kurz abrupt vorher stehen bleibt und zeigt dann, da, die Schiffe, ihr kennt sie noch, oder? Spähe mal in die Ferne. Mittlerweile ist das eingetreten, was Kiaras prophezeite. Während die anderen auf dem Weg sind, um die eigene Arche heranzuholen, hat sich der Nebel vollständig gelichtet und mehr Regen, der sich aufgebaut hat, den Nebel abgelöst hat. Und während ihr dann im leichten Nieselregen steht, der den Nebel vertreibt und euch mehr Blick auf die Küste werfen lässt, euch selbst nicht mehr verbirgt, zusammen mit der aufgehenden Sonne, könnt ihr aber auch erkennen, dass die anderen nicht mehr verborgen werden. Irgendwo im Süden von euch gab es wohl einen verborgenen Ankerplatz, von dem sich jetzt auf mehrere Schiffe machen. Allesamt mit der blutroten Rune von Charybdoroth, die gehisst ist, den Wind in den Segeln, einige Seemänner, die dort ihr noch erkennen könnt. Und sind wohl mehrere Talukken, Schivonen, verschiedene Schiffstypen, aber allesamt bekleidet mit dem Siegel aus Mendena. Allesamt auf die offene See hinaustreibend. Die Flotte von Port Rudard sein. Im Brief stand doch, dass sie den Hafen dann, das Dorf und den Hafen dann freimachen sollen. Der Rand scheint seinen eigenen Leuten nicht zu trauen. Dann müssen die bald hier sein, oder? Richtig. Wir müssen zurück. Wir brauchen Verstecke für die Männer. Die Spalte sah aus, als wenn man sich dort verstecken könnte. Gerade für die Bogenschützen, oder? Vor allem ist man dort auch nah am Insanktum. Gut, es geht erstmal zurück. Ich habe mich in der Zwischenzeit an diesem Torbogen zu schaffen gemacht. Wenn ich Papier oder Pergament und Tinte oder was bei habe, falls nicht, durchsuche ich den Tempel nochmal oder die Taverne und probiere diese Runen abzuzeichnen. Ja, malen und zeichnen. Da ist natürlich auch wichtig, dass du nicht einfach nur die Symbole abmalst, sondern dass du auch verstehst, was du da tust und ob jeder Schwung und jeder Kreis wichtig ist. Okay, ich mal erstmal malen und zeichnen. Nein. Das ist ein Strichmännchen, Junge. Ich habe das gesehen, dass er genau so aussieht wie er. Was macht denn eigentlich Eldan? Also, ich schaue mir das ein bisschen belustigt an. Malt ihr da? Ich probiere diese verdammten Zeichen zu übertragen. Es will mir nicht recht gelingen. Sieht doch gar nicht so aus. Verdammt. Gib mal her. Ja, ich reiche dir halt die Pergamente und Stifte und ja. Nachtblaue Tinte. Okay. Versuch das mal abzuzeichnen. Ja, Schwert um 5, weil Abel mir das Pergament schon voll gekritzelt hat. Ja, dann habe ich nur 10 Punkte über. Ja, leider. Ja, aber dir gelingt es auf alle Fälle, die wichtigen und elementaren Zeichen dann mitzunehmen und das auf das Pergament zu bannen, was eigentlich wichtig ist, damit diese These dann eben später rekonstruiert werden kann, die Antimagie dahinter. Ja, ich gib's danach Abel mir wieder in die Hand. Hier, bitte. Fantastisch, dieser in wahrer Künstler. Ja. An mir ist ein Maler verloren gegangen, ich habe es schon immer geahnt. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Was ist jetzt eigentlich, sind das alle Truppen, die wir hier hinziehen? Wisst ihr da mehr? Oder wie läuft das? Bleibt ein Teil der Truppen zurück? Ich habe mich noch gar nicht informiert. Aber da kommen sie ja schon. Jalan! Ja, da seid ihr. Wie ist jetzt die Truppenaufteilung gedacht? Sind das die Truppen, die hier bleiben sollen? Soll der Rest auf dem Schiff bleiben? Mittlerweile ist der Nieselregen stärker und stärker geworden und ihr steht jetzt in einem strömenden Regen. Was sind die besten, die wir haben? Sie werden den... Die Schleusen des Himmels haben sich geöffnet und lassen jetzt alles, was sie haben, auf euch herniedergehen. Das sind die Besten, die wir haben. Sie werden den Überfall anführen. Der Rest bleibt auf der Perlenwacht. Sie wird auf Signal kommen. Gut. Die Leichen eigentlich draußen rum, neben dem Brunnen, oder? Ich weiß nicht, was ihr damit gemacht habt.
Ja, nee, wir werden nicht offen rumliegen. Wir wollen ja hier den Anschein von Normalität entwecken. Was ist das hier für eine Hütte? Ich muss gerade mal schauen. Warte mal kurz. Das Domizil der Charybdis-Paktira, also, das ist irgendein Haus mit, ja, steht leer. Das wird kurz durchsucht und dann wird da alles reingeschmissen, was keine Miete zahlt. Gut, das heißt alle Leichen da rein. Im Augen aus dem Sinn. Die Spalte, wie tief ist die? Wie breit kann ich ja selbst messen und wie gut kommt man da rein und wieder raus? Das habe ich schon im Chat geschrieben. Ein Schritt tief. Tierlicher Schützengraben. Bedenkt aber, dass die erste Plage Lederschwingen sind. Falls wir wirklich uns in der Spalte verstecken, werden sie uns sofort von oben erkennen können. Wir wissen nicht, ob die Plagenbringer überhaupt kommt. Richtig. Ich aber muss so handeln. Wird es problematisch sein. Ich weise nochmal alle Leute an, falls es irgendwie noch nicht geschehen sein sollte, dass sie ihren verfluchten Waffenbalsam aufzutragen haben. Für den Fall. Und die meisten werden wir auf jeden Fall in der Taverne verschanzen. Ja, sehen zu, dass die Fensterläden zu sind, damit uns nicht dasselbe passiert wie den Piraten. Die dann in einem entscheidenden Moment zuschlagen können. Und während ihr euch auf die Situation vorbereitet, taktisch einmal das Ganze durchsprecht, noch einmal sich am Herdfeuer wärmend, erreicht die anderen im strömenden Regen die Stelle, an der das mittlerweile verloschene Lagerfeuer ist. Nur noch rußige Asche und darunter das Tippeln der Dämonenspinne, die Arche, die euch gehört. Ja, bei diesem Regen kann man sich definitiv fast zu Hause fühlen, wenn es noch nicht so widerlich kalt wäre. Aber es scheint mir kein magischer Sturm zu sein. Was könnt ihr erkennen? Nun, es scheint mir sehr normal zu sein, vor allem von den Wolkenformationen her. Der Sturm, den wir vorher gesehen haben, sah anders aus. Ach, man schaut einmal in den Himmel, schaut sich die Wolken an, merkt, er versteht nichts von den Wolkenbewegungen, spürt, wie der Wind und der Regen ihm ins Gesicht peitscht. Schaut, die Wolken bewegen sich mit dem Wind und nicht dagegen. Ja, aber widerlich kalt trotzdem. Aber wie kann man hier so weit im Norden leben? Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Viel zu kalt hier, habt ihr schon recht. Ich kann mir schon Janans Stimme einbilden, wie er das hier verteidigen versucht. Das wird alles zu verteidigen. Ach, die Kälte. Naja, gut. Kommt, beeilen wir uns. Schnell, ja, Chef. Man klettert mehr oder weniger bemüht, nicht runterzufallen, die Takelage runter. Ja, und die wenigen Wachen, die wahrscheinlich noch hier oben sind, nehmen wir auch mit runter. So erreicht ihr das nasse Deck. Die Planken klaffen vor dem Regen. Einige Leute, die vielleicht noch versuchen, den Regen, der jetzt hier unten das Deck alles erfeucht machte, versuchen noch nach unten zu schieben. Die ja, das Achterdeck hinunter. Kannst du dann gemeinsam mit Chiaras den Turm der Gezeitenspinne nach oben steigen, die Treppen, und siehst dort die beiden angewachsenen Schwestern. Ahmad, wie kann ich dir zu Diensten sein? Ilesta, ich glaube, das, was ich dir jetzt sagen werde, wird dir gefallen. Wir müssen näher an diesen Berg, dort an der Spitze. Ungefähr eine Meile. Denkst du, du kriegst das hin? Ich kriege eine ganze Menge hin. Eine Meile? Nun, du schaffst es dich nicht, aus dieser dämonischen Holz zu befreien. Aber das ist eine Sache, die wir ein andermal besprechen sollten. Eine Meile. Such irgendwo einen versteckten Platz, einen versteckten Anlegeplatz, wo wir nicht direkt von offener See entdeckt werden können. Wie ihr befehlt, Meister. Und damit bewegt sich die Gezeitenspinne wieder aus dieser kleinen,
aus diesem kleinen Anlegeplatz, den ihr gewählt habt, die Takelage zurücklassend, teilweise wird sie auch noch abgerissen, so sie dann mit der Klippe und dem Schiff verbunden war, ohne noch Rücksicht drauf zu nehmen. Die Seile, die dort immer noch nutzlos herunterbaumeln und hängen, einige Möwen, die aufstieben, und ihr bewegt euch mit einer unheimlichen Geschwindigkeit weiter nach Norden, weiter nach Osten. Bisschen Verschleiß da mit der Takelage, aber was soll's. Na gut, da ich Ahnung von Seefahrt habe, würde ich wahrscheinlich den Männern vorher gesagt haben, sie sollen Seile lösen. Nochmal Mut zu sprechen, wir haben die Schlacht am Berg gewonnen. Das ist gut. Wie viele waren's denn? Ha! 2 Dutzend Söldner und ja, ein toter Paktierer. Oh, gut, Paktierer. Ja, jetzt zur Zeit anwesend, eine ganze Menge Söldner tatsächlich noch. Das wurde ja auch nur zu einem kleinen Teil damit genommen. Und ihr bewegt euch dann, ich möchte jetzt nicht nur unbedingt wissen, 1 Meile nach Norden. Wie viele Distanzen möchtet ihr jetzt nach zur Spitze haben? Das wäre jetzt interessant. 1 Meile wäre die Entfernung. Von 1 Meile Abstand haben. 1 Meile Abstand, okay. Das ist jetzt nämlich wichtig, weil ich habe das so verstanden, dass du 1 Meile nach Norden willst. Ach so, nee. Ich meinte 1 Meile von dieser Nordspitze da, von diesem Berg. Ich nehme an, der ist irgendwie nordöstlich da an der Spitze von Rulat. Genau. Ja, und davon halt 1 Meile entfernt in irgendeiner Bucht oder so. Wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Meter oder vielleicht auch eine ganze Meile weiter entfernt ist da diese Bucht, die dann aber dann quasi das Schiff komplett, also die Arche komplett verdeckt, dann nehme ich auch diese extra Meile auf mich. Okay, gut. Und ihr möchtet dann auf dem Schiff bleiben, ihr beide? Oder wollt ihr wieder zurück? Das ist die Frage. Also mir wurden die Instruktionen gegeben, dass ich hier dieses Schiff im Notfall dahin führen muss. Deswegen würde ich auf dem Schiff bleiben. Nun, Achmar brauchen wir auf jeden Fall auf dem Schiff, damit er es sofort in die richtige Position bringen kann. Doch, ich habe das Leuchtfeuer. Also müsste ich das Signal geben, dass er kommen soll. Also müsste ich zurück. Nun, Achmat, ihr werdet hier die Stellung halten können? Nun, nicht ich werde angegriffen werden. Auch nicht die Männer hier an Bord. Ah, wo ihr recht habt. Da hat mir gar nicht jeder Schiff steuern zu müssen, wenn ich an anderer Stelle mehr gebraucht werde. Glaubt mir, ihr werdet wahrscheinlich den Hauptteil des Kampfes auf euch nehmen müssen, wenn wirklich ein großer Gegner, eine Arche, auf uns zukommt. Das wollen wir hoffen. Ach, man nickt einmal grimmig. Ihr werdet auf jeden Fall in erster Reihe stehen. Ich strecke den Arm entgegen. Viel Glück. Ja, der Arm wird gepackt. Euch auch. Vielleicht solltet ihr noch einige Männer mitnehmen. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, hat unser werter Magier Eldan doch einige Leute überredet, mit ihm in erster Reihe zu stehen. Ich denke, die kann ich mitnehmen. Sehr gut. Ja. Achmat würde dann auch nochmal da mit den Leuten reden. Vor allem mit seinen beiden Sklaven. Und meinen: Leute, es geht hier bald zur heißen Sache. Wurden die eigentlich schon mit über den Splitter instruiert? Ich weiß das gerade gar nicht. Nur die Infos, die du ihnen geben willst, also wahrscheinlich nicht, oder? Das ist jetzt die Frage, also das ist ja das Alvarans-Kommando. Nee, dann werde ich da jetzt weiter auch nichts, also solange die anderen da nichts drüber erzählen, werde ich da jetzt auch nicht den Leuten erzählen. Ja, ihr seid jetzt auserkoren, mit zu dieser Stadt zu gehen, die wir vorhin im Handumdrehen eingenommen haben. Teran, oder zumindest seine Häscher, werden dort folgenden Tage wahrscheinlich irgendwann aufkreuzen. Ich erwarte, dass ihr sie mit euch nehmen werdet, so viele wie möglich von ihnen. Und ich hoffe für jeden Einzelnen von euch, dass, sollte er den heutigen Tag nicht überleben, ein anständiges Begräbnis von den Überlebenden wie mir, falls ich diesen heutigen Tag auch überlebe, bekommen werdet. Ihr werdet heute zu Helden des Mittelreiches, der Tulamidenlanden, der ganzen 12 göttlichen Lande. Und man nickt den Männern einmal, ja, zu. Achmat ist nicht unbedingt der große Redenschwinger. Er hat überzeugend 3. Das muss reichen.